Okay, wir ziehen uns mal wieder in unsere Basis zurück. Für den Fall, dass wir aus Versehen die hier triggern. Also ja, das hier wird noch anstrengend werden. Wir haben jetzt aber die besten Zwergenkrieger, die wir haben können vom Level her. Also 15 höher geht nicht. Aber und wir haben auch schon sehr viel Nahrung. Also ein bisschen Nahrung. Also ja, die hinteren da, die 8 rauszulocken und zu töten, sollte noch einigermaßen gehen. Hier wird die lachenden Tode. Bläh. Der lachende Tod Mehrzahl. Die werden dann richtig nervig werden. Aber ich hole mir jetzt auch hier das Monument und kann hier ja auch. Ja, doch, ich kann hier Mondsilber abbauen, das ist kein Problem. Fastholm. Zwergenstadt. Das Gebäude ist fertig. Was wollt ihr? Und los. So, was ich jetzt erstmal will, ist eine Schmelze. So. Schon so gut wie erledigt. Ich höre. Wenn ich jetzt mal gerade bei den Gebäuden gucke. Brauchst eigentlich nur die schmiedenden Arbeiter. Aha. Das Gebäude ist fertig. Gut, so, und eine Mine wäre dann auch nicht verkehrt. Nied half zur Ehre. Gibt es Arbeit? Und so gut wie erledigt. Wird gemacht. Nied half zur Ehre. So, dann brauchen wir als nächstes nochmal 6. Und ja, guckt, da sind mehr als genug Steine. Da kommt hier nämlich noch ein großes Haupthaus hin und dann oder wir bauen hier das große Haupthaus hin. Können hier dann Militärgebäude hinstellen. Lasst uns anfangen. So, das große Haupthaus. Also ja, für das hier werden wir die vollen 80 plus den Dings brauchen.
Oh, du kannst da durchlaufen. Oh, das ist praktisch. Überlegen, 14 habe ich noch. Frei. Was wollt ihr? Von den 6 werden 5 nachher da oben die letzte Mondsilbermine. Ich könnte hier noch Eisen und Mondsilber abbauen. Das wäre dann nochmal 11 weg. Bleiben mir noch 3. Das heißt noch 3 weitere Nahrungssammler eigentlich, ja. Dann nutze ich das voll und ganz aus, das Spektrum. Na, guck mal, ich bin ja schon halb Level 26 sogar. Das heißt, mit etwas Glück kann ich hier Level 26 werden. Ich muss im Abgrund nur 27... ein halb werden vielleicht, ungefähr. Ja, da hätte ich nichts dagegen. Damit wäre ich zufrieden. Okay. Ihr wünscht? Eine Schmiede. Ja, warum nicht? Eine Einheit wurde aufgewertet. Ich höre. Kinderspiel. So, eine Schmelze. Das wird ein Meisterwerk. Was wollt ihr? Ich habe jetzt hier 7 von 11, also brauche ich noch 4 hier. So. Was steht an? Lasst uns anfangen. Gut, eine Mondsilberhalle. Das wird ein Meisterwerk. Eine Mine. Schon so gut wie erledigt. Und eine Mondsilbermine. So. Eine Einheit wurde aufgewertet. Wie gesagt, den Rest in Nahrungsversorgung packen die restlichen 3. Ihr wünscht? Also erstmal hier die Mondsilberhalle. Die können wir so ruhig in die Ecke setzen. Buckt in die Hände, Männer! Was wollt ihr? Jawohl. Nied half zur Ehre. So, da passt doch eine Schweinezucht hin. Die ersten beiden, die packen wir dann hier unten irgendwo hin. Das Gebäude ist fertig.
So, als nächstes eine große Waffenkammer. Die passt auch noch da unten gut hin. Schon so gut wie erledigt. Also ja, ich könnte die zwei Arbeiter nachher hier abboxen und hier drüben einfach noch zwei Schweinezüchter hinbauen. Das würde mehr Sinn ergeben. Müssen ja nicht unbedingt alle. Ist zwar nicht ganz so effektiv, wenn nicht alle ans Nahrungslager angeschlossen sind, aber... Das Gebäude ist fertig. Ich höre. Platzmangel. Ist halt so ein Problem. Was wollt ihr? Schon so gut wie erledigt. Lasst uns anfangen. Nied half zur Ehre. So. Es ist echt schön, dass zwergische Industrie so überschaubar ist. Noch ein Pluspunkt vor den Zwergen. Ja. Eine Einheit wurde aufgewertet. Wichtigste als Upgrade ist in der großen Waffenkammer natürlich. Das Gebäude ist fertig. Eine Einheit wurde aufgewertet. So, jetzt fehlt noch das Sanktuarium. Das können wir hier hinbauen. Guckt in die Hände, Männer! Können schon mal mit der Produktion von Verteidigern beginnen. Ja, ich baue hier auf jeden Fall noch fertig auf. Bevor wir den Cut machen. Wobei die beiden halt ein bisschen brauchen könnten. Aber ich kann. Eine Einheit wurde aufgewertet. Das noch machen. Meine Axt wartet schon. Kommt, macht ein bisschen hinne. Und ihr da drüben auch. Gibt es Arbeit? So. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ihr baut noch eure Mondsilbermine und dann speichern wir mal. Aber es ist doch schon wenigstens gut geschafft, unsere Basis, also unsere Zwergenstadt wieder aufzubauen. Dieses Mal nicht ganz so hübsch, wie sie vorher war. Wenigstens kosten Verteidiger nicht viel Mondsilber. Ein paar Kriegspriester wären nachher wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
Gut, die da drüben sind fertig mit ihren Schweinezuchten. Das Gebäude ist fertig. Und ihr seid auch fertig. Ihr nehmt noch eure Ausrüstung schnell. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier speichern. Und dann gibt es mal wieder einen Cut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter und clearen hier so gut es geht die Map. Also, bis dann.